Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Hunde und Katzen. Ja, und ich lasse mal die Zeit laufen. Wir haben den Tag des Geburtstages von Steffi. Ja, unsere kleine Stefanie soll heute altern. Es kam gerade eine Meldung von wegen, dass Flohmarkt ist. Oh, sie will, dass wir rüberkommen und bei denen abhängen. Nee, das geht leider nicht. Aber ihr kommt heute noch zu uns. Ist alles kein Thema. So, jetzt hört ihr mal auf zu spielen. Und was machst du? Du wolltest... Ach ja, Essen geben, genau. Hol mal die Kleine, setz die mal wieder in ihren Stuhl und lass sie mal was futtern. Wir haben im letzten Part auch noch mal ein paar Belohnungen verteilt. Und so, ja... Alle haben geschlafen, Donika war aber natürlich wieder wach ohne Ende. Und Donika muss auch mal wieder auf Toilette. Die Schüssel kannst du mal jetzt bitte füllen. Und ja, was können wir denn sonst noch mit dir machen? Waschmaschine hast du schon angemacht. Er möchte befördert werden. Ja, das ist gut. Und er möchte ehrenamtlich tätig sein oder er möchte Freundschaft schließen. Alles perfekt. Ja, was könntest du mal machen? Moment. Ich habe ja schon lange nicht mehr geguckt. Was muss er überhaupt machen? Ach so, Logik hat er erreicht. Romantische Interaktion, das war Tagesaufgabe. Und er muss in 4 Stunden arbeiten? Nee, nicht am Geburtstag der Tochter. Geht das? Können wir Urlaub nehmen? Halte mal. Wat? Hast du noch Urlaub? 5 Tage. Ja. Dann gucken wir doch mal direkt Karriere hier. Urlaubstag nehmen. Genau, ein Urlaubstag nehmen wir uns heute. Das machst du mal bitte. Und dann darfst du tun, was du willst. Das ist dann auch egal. So, jetzt kriegt unsere Kleine erstmal noch was zu futtern. Genau. Und du musst dringend auf Toilette. Ja, dann geh doch, Mädel. Geh doch einfach. Bevor du irgendwo hinmachst. Hier, guck mal, kannst du auf Toilette gehen? Oder geht das nicht, weil der Hund im Weg ist? Ich weiß ja nicht. Oh, Knuffi guckt in die Waschmaschine. Ja, und? Schon fertig mit Wäsche waschen? Ja, passiert nichts mehr, ne? Sowas auch. Ja, ja. Knuffi, du musst mal raus. Ich sitze auf Toilette und irgendwie mag ich dich scheinbar nicht dabei haben. Oh Gott, nee, das ist ja Hammer. Gut, da er ja gerade nichts zu tun hat und die Waschmaschine fertig ist, dann könntest du mal ausräumen und die Wäsche auf die Leine hängen. Das wäre doch mal eine super Sache. So, und Donika wollte dann auch noch eine Kleinigkeit mal essen, hä? Ja, genau, ess eine Kleinigkeit. Wer kriegt denn hier wieder einen Anruf? Wer will was von dir? Was ist los? Ich habe Lust, ein bisschen zu feilschen. Begleitest du mich zum Flohmarkt? Nee, geht heute leider nicht. Tut mir leid, ich muss gerade Wäsche aufhängen. So, was machst du? Du weißt auch gerade nicht, was du tun willst. Du willst eine Gruppenversammlung machen. Du willst Karaoke-Auftritt ansehen, okay? Und eine energiegeladene SMS verschicken. Kannst du... Denn Hausaufgaben hattest du schon gemacht, oder? Warte mal, jetzt ganz dumm mal gucken. Was hast du denn da wieder im... weg damit. Was hast du denn da noch? Ach Gott, die schleppen immer so viel Essen mit sich rum, meine Sims. Das ist grauenhaft. Weg damit. Das ist der Grillkäse, das ist okay. Das Ding kannst du mal extrahieren. Und dann wollte ich gucken, hast du schon Hausaufgaben gemacht? Bei Hausaufgaben brillieren. Ja, dann mach das doch mal. Dann hast du die weg. Das ist auch eine schöne Sache. Gut, sehr schön. Und dann kannst du hier noch ein bisschen Doktor spielen. Das ist auch in Ordnung. So. Die Mama ist auch am Essen. Sehr fein, ja. Genau. Das Gourmetfutter hattest du gekocht. Das Tierfutter, nee, das tun wir jetzt mal wegkommen. Du musst nicht dauernd Futter kochen. Das wird langweilig. Lässt sich der Papa raus? Ja, ich will raus, ich will raus. Papi, lass mich mal raus. Auf dann. Rauslassen, die kleine Maus. Sehr fein. Ja, so schön, genau. So, und du hast gerade nichts zu tun. Irgendwie, ne? Was könntest du mal machen? Du könntest dich um die Kleine noch mal ein bisschen kümmern. Was können wir denn mal machen?
ihr was vorlesen? Das wäre doch auch mal schön. Alte Klett... Was? Affe Klettermax auf dem Klettergerüst. Genau, lest ihr doch mal was vor. Das gefällt ihr ganz bestimmt. Mhm, Hausaufgaben sind fertig. Jawohl. Wunderbar. Cementina? Ja, darf ich dir was vorlesen? Ja, das ist doch super, genau. Und du räumst alles auf, bitteschön. Dann müssten wir mit unserem Hund... Ey, das bitte auch aufräumen. Hier, hallo. Und dann sollten wir mal mit unserem Hund, ja, Gassi gehen vielleicht mal noch, hm? So, was können wir machen? Freundlich, warte mal. Nee, ich muss erstmal Stopp drücken, weil ich mich sonst immer tot suche. Tierarzt, Leckerlis, Bürsten, Ball werfen, vortäuschen. Nee, das will ich alles nicht. Tierpflege. Spazieren gehen. Joggen gehen. Genau, geht ihr noch eine Runde joggen? Das ist wunderbar. Hallo? Der Papa wollte dir was vorlesen. Nee, 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 nee. Halt, stopp. Was machst du? Papa umarmen und mit Papa über Lieblingstier reden. Ja, gut, dann machen wir halt das. So, hier. Nicht einfach immer weglaufen. Also es geht ja mal gar nicht. Eigentlich wollte der Papa dir was vorlesen. Menno, kannst du nicht einfach immer wegrennen. So, umarme ihn und dann wolltest du über Lieblingstier reden. So, heute ist Tag der Wunscherfüllung. So, mhm. Und unser Kleiner hier ist am Spielen. Und was bekommst du dann nochmal? Ich glaube, Empathie ist das, ne? Ja, ja. Genau, mach du schön den Teddy gesund. Zeig mal. Will mal gucken. Oh, ja. Zeig mir deine Äuglein. So, alles wird gut, alles wird gut. Ich leuchte nochmal rein, genau. Siehst du meinen Finger? Ja, alles wird gut. Du wirst wieder ganz gesund werden. Muss mal dein Herz abhören. Mhm. Und ein bisschen schaukeln. Aha, eine Spritze gibt's auch noch. Hat gar nicht wehgetan, gell? Oh, schön. Das war doch toll. Aham. Gut, dann würde ich sagen, dann kannst du noch mal ein bisschen... Warte mal. Was brauchst du noch? Du brauchst noch das Schachspiel-Dings, ne? Ja gut, das kriegen wir auch später noch zusammen. Was kannst du denn sonst noch Schönes machen? Ach, mach einfach. Ist egal, was du tust. Ist egal. Während du da irgendwas machst, schauen wir mal den beiden zu, die... Wo sind sie denn? Jetzt doch zum Papa. Oder wolltest du mit deinem Bruder... Moment, Moment. Ich will doch Wünsche erfüllen, Mädel. Renn doch nicht immer weg. Mit Jonas rumalbern würdest du und mit ihm über Prinzessinnen reden und Unfug erzählen. Guck mal, Jonas ist da, der hat gerade mit seinem Teddy gespielt. Den kannst du mal umarmen, dann kannst du mit ihm über Prinzessinnen quatschen und was wolltest du rumalbern, ne? Nee, 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 nee. Warte. Oh. Rumblödeln, Unfug reden, genau, sowas. Du kannst nachher noch genug Prinzessin Puppe spielen. Also komm. Ja. Komm, geh, kümmere dich um deinen Bruder. Der freut sich, wenn du dich mit ihm abgibst oder auch nicht. Vielleicht sagt er auch, die nervt schon wieder. So, was macht der Papa? Oh, ihr seid zurück vom Joggen gehen. Super. Na, das ging ja flott. Sehr schön. Dann sagt dem Hund, dass er sich auch wieder umziehen darf. Warte mal, wie war das nochmal? War das bei Tierpflege? Outfit ändern, ja. Genau, du darfst wieder so rumlaufen. Und dann haben wir auch schon 13.22 Uhr. Okay, jo, eigentlich alles gut. So, Papa muss noch ein paar romantische Interaktionen machen. Genau, das war's doch hier. Ein von Herzen kommendes Kompliment. Macht ihr mal zusammen. Du musst romantisch sein. Okay, Romantik. Wir könnten mal flirten. Wir könnten mal, was können wir noch machen? knuddeln und mal Kuss geben und ein Kompliment übers Aussehen. Also Sachen. Du musst ja noch ein paar romantische Sachen tun und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir uns um die Geburtstagsparty und so kümmern, ne? Ihr zwei macht da, ja. Mhm. Oh, schön.
Komm, knuddel mich, auch wenn es nicht so ganz funktioniert. Oh mein Gott, ja süß. Okay, pass mal auf. Dir knüpfe ich erstmal das Stofftier dran. Was willst du da? Ein Buch lesen oder vorgelesen bekommen? Ja gut, können wir mal klicken. Du musst auf jeden Fall mal dein Outfit ändern. Heute ist dein Geburtstag. Da ziehen wir dir... Ah, was ziehe ich dir denn zum Geburtstag an? Das Ding hier? Ja, ich glaube schon. So, und du ziehst dir bitte auch was anderes an. Outfit ändern. Du darfst zum Geburtstag deiner Schwester, würde ich sagen, mal das da anziehen. Das sieht irgendwie lustig aus, oder? Wie seht ihr aus? Sie hat sich... Doch, sie hat sich umgezogen. Okay, alles klar. Und jetzt wird auch umarmt. Oh, wie süß. Ja, wie sie da hängt. Okay, Papa ist angezogen, ne? Mama auch? Ja, gut, okay. Dann ist das eigentlich alles soweit in Ordnung. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, Telefon, wir wollen einen Geburtstag feiern, gesellschaftliches Ereignis planen. Das machen wir jetzt mal, damit das wenigstens schon mal anstupsen. Ne? Lamina Kaur. So, und du kannst hier mit Puppen spielen, mit deinem Bruder. Huch, jetzt ist es übereinander gerutscht. Wir brauchen eine Geburtstagsparty, jawohl. Das Geburtstagskind ist unsere Stefanie. Und Gäste, 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 Gäste. Ja gut, Papa, Bruder, ja Gäste, okay. Wen laden wir denn alles ein? Ach so. Mal gucken, wen kennen wir denn alles? Ja, da, da. Ich muss ja mal gucken. Gott, den Stefan natürlich, den Onkel, klar. So, wo ist der Rest geblieben? Warum sind ja schon wieder Glatzköpfe dabei? Irgendwie kennen wir die Leute auch nicht mehr. Ich weiß nicht, sie hatte doch nicht so viel Kontakt zu den Leuten, wie ich gehofft hatte. Opa und die Tante. Kommen da noch welche? Nee, das war's dann. Das ist schlecht. Wir sind jetzt keine doppelt gemoppelten drin, ne? Oder? Hab ich die übersehen alle? Maya Schneider, Maya. Na, Julian. Na, du kannst mal die Mama einladen, auf jeden Fall. Wo der Papa ist, weiß ich gar nicht. Wo ist denn die... wo sind denn die anderen? Ich suche und suche und suche und suche und finde gerade wieder nicht die Leute, auf die ich suche. Jakob, genau. Elena Jakob? Ist die Polizistin gewesen? Das könnte natürlich sein. Jakob ist auf jeden Fall Nachbar. Und Peter Jakob war das, glaube ich. Und die Annika Jakob, genau. Achso, nee, die Annika lade ich nicht ein. Das macht ja dann Dings. Ich glaube, das waren dann alle soweit. Jo, gut. Keterer. Opa? Nee. Das kann irgendwer machen. Du brauchst mehr Geld. Was? Ich brauche mehr Geld. Okay. Nee, dann gibt's gar keinen Keterer. Ist jetzt auch egal. Brauche ich den unbedingt? Mixer brauchen wir auch nicht. Und was ist da? Entertainer brauchen wir auch nicht. Nö. Gut, alles in Ordnung. Wir feiern hier. Wo sind wir denn? Ach Gott, nee. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Nachtclub? Nee, Lounge. Mulfair Residenz. Das ist hier, ne? Ja, genau. Mhm. Hier wollen wir feiern. Was? Ein paar Tipps für Veranstaltungen. Stopp mal. Für einen Geburtstagsfeier wird ein Kuchen benötigt. Ja, ja, den haben wir, den haben wir. Das ist überhaupt gar kein Ding. Oh, unsere Kleine hat sich nochmal umgezogen. Auch schön. Und jetzt ist sie müde. Na toll. Also Mädel, du musst echt mal gucken. So, ich wollte, dass ihr nochmal hier spielt. Ne? Mit Puppen spielen mit. Genau das wollte ich gerade. Ein Tipp. So. Bitteschön. Und du, halt, stopp, du musst noch was machen. Du machst eine, halt, 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 halt.
Gruppenversammlung. Versammlung starten. Genau, mit den Leutchen. Ja. Damit deine Schwester auch gleich ein paar Leute kennenlernen kann. So war das. Ja. Juhu! Sehr schön. Prima. Alles bestens. So. Da kommen die Leute. So, du bist ja Gastgeberin. Was willst du denn dauernd vorlesen? Ich kriege hier echt die Krise. Du kannst mal noch was kochen. Vielleicht ein Gourmet-Menü nochmal. Irgendwas Leckeres. So ein Caprese-Salat. Der ist gut für als Partygericht. Perfekt. So, mach das mal. Und Stefan kann sich mal mit den Leuten unterhalten hier. Was machst du? Räumst Zeug weg. Wo ist denn dein Bruder? Keine Ahnung. Da ist dein Bruder. Mit dem kannst du auch mal. Den Opa haben wir auch eingeladen, ne? Ja, ich denke schon. Einmal umarmen. Und mal nach Tag fragen. Wo ist das jetzt hin? Dü-dü-dü-dü-dü. Tier vorführen. Nee. Nach Tag fragen. Und Insider-Witze kannst du mal machen. So. Du bist mit ihr am Spielen. Das ist okay. Aber was ist das da für ein Ding? Sammel, neuen Kristall sammeln. Ja. Du kannst auch mal, können die eigentlich mitmachen? Ja, weiß ich nicht. Du könntest jetzt erstmal mit irgendeinem hier Schach spielen, finde ich ganz gut. Spielen mit. Mit wem willst du? Mit Julian. Komm, du spielst mit Julian eine Runde Schach und die Kleine hier kann sich schon mal mit ihr hier anfreunden oder so. Liebhaben. Genau. Mach mal liebhaben. Ist okay. Oh, oder mit dem Opa. Genau, das geht auch. Mit dem Opa was machen. Brabbeln. Okay. Wo auch immer der Opa ist. So, dann geh du mal brabbeln. So, und du bist hier schön am Kochen. Wunderbar. Ja, die anderen stehen da, sitzen da und spielen. Das ist auch schön. Ah, wurde gerade mal verändert, das Spiel. Sehr schön. Prima. Und unsere Kleine ist beim Opa. Wo ist der Opa? Wo ist denn jetzt der Opa? Opa? Hallo? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also deswegen frage ich mich gerade, was sie auf den Opa wartet. Nicht, dass mit dem Opa irgendwas los ist, ne? Ich weiß es ja nicht. Sehr seltsam. Der ist doch gar nicht da. Gucke mal, die ist doch nett, die Annika. Mit der kannst du doch mal reden. Mehr Auswahl. Kann man da auch was erzählen? Zuschauen, umarmen? Gut, mach was du willst. Ist mir jetzt auch egal. So. Wo ist Donika? Ich muss aufpassen auf die Sachen, was die da so machen. Donika. Stopp. Was willst du machen? Töpfchen säubern? Ja, das ist okay. Der Rahmen steht da. Wenn du das Töpfchen gesäubert hast, kannst du Party Location machen. Urgundrot. Doch, das sieht gut aus. So, dann tu mal Tisch decken. Genau, Sims gleichzeitig tanzen lassen. Okay. Ah, da ist ja der Opa. Mann, du hast aber lange gebraucht, Junge. Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Okay. So, du bist noch am Schachspielen. Genau. Und du hast jetzt deinen Opa eigentlich. Ja. Oh Gott. Goldig, ja. Und total verrenkt. Kannst du mit dem was machen? Über Superhelden quatschen und so weiter und so fort. Genau. Oh, schick hat er sich gemacht. So, und ihr, was macht ihr Schönes? Hier könntest du mal Musik anmachen. Einschalten. S-Pop. Und ja. Könnt ihr vielleicht mal tanzen oder sowas. So, und du? Hallo? Donika? Wo ist sie? Was macht sie denn da? Da ist sie. Gut. Hat schon mal das gemacht. Knuffi ist am Futtern.
Gut, dann kannst du auch mal darüber gehen, deine Schwester begrüßen, mal Hallo sagen und hier Steffen mal über Interessen quatschen und Bilder von Selvadorada zeigen. Ja, ist auch eine gute Idee. Genau. Tobias und Stefanie sind soeben beste Freunde geworden. Ja, schön. Super. Na, dann kommt, dann wollen wir mal tanzen. Oh Gott, jetzt ist sie todmüde, die Gute. Egal, wir tanzen hier mal. Tanzen beibringen, tanzen. Nee, wir tanzen einfach mal so, genau. Und du kannst. Hast du jetzt das Spiel gewonnen oder muss ich da immer noch auf was warten? Nee, leider noch nicht. Okay. Juhu! Gleichzeitig tanzen lassen. Halt, 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 halt! Stefan! Moment. So, geht doch. Was machst du denn? Ich habe nicht gesagt, dass du jetzt was essen musst. Nee, du sollst hier erstmal tanzen. Bitte, tanzen. Und Donika kann auch ein bisschen tanzen, während sie sich unterhält. Ne? Kann man auch. So, und du, wenn du fertig bist, kommst auch tanzen. So, dann haben wir hoffentlich genug Leute, damit das gezählt wird. Und dann wird es Zeit, dass wir uns den Kuchen schnappen. Ja, genau. Quatscht mal ein bisschen miteinander. Über Träume reden kannst du mal, ja. So, hast du jetzt endlich das Schachspiel fertig? Oh, ich glaub's nicht. Ja, dann lass das jetzt mal mit dem Schachspiel da. Wir wollen hier vorwärts kommen und es geht nicht, wenn alle da so müde sind. So, du musst noch mal auf Toilette. Ach, wir brauchen ja... Ah, doch, tanzen wurde gezählt. Supi. Okay, dann, Mädel. Okay, ja, aufs Töpfchen gehen noch mal. Und die Mama holt den Kuchen raus. Und dann gucken wir, dass wir dich zum Kuchen bringen. Wo ist... Wo packe ich denn den Kuchen am besten hin? Hier, ne? Ja, würde ich sagen. Mehr Auswahl. Öffnen. Wo ist öffnen? Öffnen, öffnen. Ah, da ist er ja. Wo suche ich den denn, Mensch, Leute? So kompliziert alles. So, genau. So, dann geh noch schnell auf Toilette. Und dann gucken wir mal, dass wir dich hier, ne? Du kannst auch mal mit deinem Papa reden. Über Fitnesstechniken und wie es sonst so geht. Keine Ahnung. Insider-Witze machen. Sehr schön. So, was müssen wir noch machen? Geburtstagssim, ein Kompliment machen. Und irgendwas mit trinken wieder. Wir haben immer noch keine Bar hier, ne? Nee. Aber trinken kann man auch anders. Du müsstest mal was trinken. Okay. Pass mal auf. Geht das auch hier? Getränk nehmen, ein Glas Wasser nehmen. Sehr schön. Einmal. Und du nimmst dir auch ein Glas Wasser. Juhu. So. Dann müssen sie zwar alle gleich aufs Klo, aber das ist egal. So, wie weit bist du denn? Hä? So, und du tust bitte Sim altern lassen. Nee, warte mal. Geht das jetzt wieder nicht? Komm, tu mir das nicht an. Kuchenstück nehmen, Portion nehmen. Wir haben eine Geburtstagsparty. Und überhaupt, sie ist das Kind dazu. Was ist jetzt wieder los? Warum klappt es denn jetzt wieder nicht? Ich verzweifle hier nochmal. Sim altern lassen ist aber nicht helfen, Kerzen auszupusten. Nö, ich kann alle möglichen anderen altern lassen, nur nicht mein eigenes Kind. Das ist jetzt wieder irgendwie total daneben. Warum geht das nicht? Ist sie vielleicht einfach zu müde dazu? Gut, dann lassen wir den Kuchen einfach noch ein bisschen da rumstehen. Du gehst noch eine Runde schlafen. Pech gehabt, ich weiß nicht warum, aber ja, ich hoffe einfach, dass es dann im nächsten irgendwie funktioniert. Ich muss mal auf die Uhr gucken.
Gott, ich bin schon wieder total daneben. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier auch erstmal Pause machen lassen, tun, wie auch immer. Mir Gedanken darüber machen, warum Donika ihrem Kind nicht helfen kann, die Kerzen auszupusten. Ich hoffe, ich kriege das geregelt, weil wir haben eine Party. Ich habe sie als Geburtstagskind reingesetzt. Ich weiß auch nicht, was jetzt wieder nicht stimmt. Kuchen ist da, wenn nicht, backen wir noch einen. Ist mir auch egal. Wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Hoffe ich. Ansonsten, na mal schauen, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!